Hallo Guys, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part. Dark Souls. Prepare to die. Wir sind so cool. Yes. Oder ich hätte schon fast die Sonnenbrille aufgesetzt. Ja. Die verstaubte da drüben, meinst du? Ja. Oh Mann. Vielleicht Staub. Auch nur der Alkohol. Wir spielen Dark Souls und wenn wir immer sterben, dann trinken wir Alkohol. Wir haben einen kompletten Beerenmet, also Honigmet, leer gemacht. An der Stelle. Yes. In der Aufnahmesession. Und jetzt gehen wir an den Feigling hier dran. Also, wir sind ein bisschen beschwipst an der Stelle. Aber lass dich bitte nicht einreden. Ne, ich meine, wir sind immer noch sehr konzentriert auf das Spiel. Ja. Reden wir mit diesem sexy Boy mit dem Topschnitt. Ja, ich nenne ihn Armin. Er sieht aus wie ein Armin. Er sieht wirklich aus wie ein Armin, ne? Ja, oder? Wie von Attack on Titan, Alter. Genau. Hallo, wie ist das liebliche Begegnung? Machst du mich an, oder was, Bruder? Petrus. Lass dich mal ficken. Petrus, der eigentlich Armin heißt, ja? I'd prefer to keep a distance. Oha. Alter. Ja. Unhöflicher Hurensohn. Greif an. Sollen wir ihn wecken? Ja. Sollen wir ihn wirklich wecken? Ja. Töte ihn. Yes. You damn fool. Alter. Zorn der Götter. Ich glaube ja nicht, mein Junge. Ich hab Tales aufgespielt. Ich kenne den Zorn der Götter. Ja. Wichser. Schön, dass wir jetzt so stark sind, dass wir die einfach wegranken können, die Jungs. Ich bleib mal kurz. Hey, der hat ja das gleiche Schild wie wir. Partner-Look, kawaii. Ja, Bruder, genau so. Pow. Guck mal, er wollte gerade sein Wunder benutzen, hast du gesehen? Ein Wunder? Ja, er nutzt es. Schnell, töte ihn. Bevor er sich heilt. Oh, ein Wunder ist dazu rein. Das kann sein, siehst du doch. Erbärmliche Vorstellung. Ich habe Menschlichkeit erhalten, indem ich jemanden getötet habe. Ist das die Lore, einfach, wenn du Menschen tötest? Ja, I guess. Menschen. Du kannst ja nehmen, was der Tote hatte. Okay, so, das ist. Ich glaube, man verliert seine Menschlichkeit, wenn man einen anderen Menschen tötet. Aber gut, wenn das Spiel uns sagen will, dass es dich menschlich macht, wenn du andere Leute tötest, gut. Dann ist es halt so. Dann nehmen wir das so hin. Message verstanden, Spiel. Okay. Hurensohn. Hey, geh doch mal zum Leuchtturm, chill da. Nein. Das war ja nur ein Mensch, der war kein Untoter. Das heißt, er kommt nicht wieder. Okay, korrekt. Korrekt. Ja. Yeah. Ich hatte da ein bisschen Angst. Absolut krass. Ja, wir sind schon ein bisschen weitergekommen tatsächlich in der Aufnahme. Weiter Session. Als die Gargoyles. Hey, die Gargoyles haben wir komplett zerfickt, Leute, wenn ihr den Part gesehen habt. Es war einfach, ey, es war ein Massaker. Ja, wir sind auch nur ein paar Mal gestorben und haben ein bisschen geweint. First try. Ja. Ich schwöre euch. So, Okay. Wir waren für euch ein bisschen auf Reddit unterwegs, Leute. Ich guck mal, was ich hier so aufgeschrieben habe auf meinen lieblichen Notizzettel der Lieblichkeit. Will ich hier runterspringen? Ja, sure, why not? Ich glaube, da gibt's sogar Items. Korrekt. Genau, das haben wir. Hallo. Erzähl mir mal den schlimmsten Namen, den ein Kind je gegeben hat. Das schlimmste Namen. Da fallen mir einfach schon so. Also, ich habe mal gehört von Eltern, die ihrem Kind einfach den Namen Prinz Gold gegeben haben. Und die haben das ernst gemeint. Wirklich. Also absolut furchtbar. Und dann gab es da noch den Namen, das habe ich mal, glaube ich, in unserer Radiosendung gehört, Schnuckelpupine. Dass man überhaupt so... Du kannst am meine Standes- Schnuckelpupine sein. Dass man überhaupt beim Standesamt so gesagt hat, so, okay, Bruder, geiler Name, gönnt euch. Ohne dass Scheiß. Man da nicht gesagt hat, so, Bruder, nein, nennt euer Kind mal lieber nicht so, ja? Ey, wenigstens kreativ. Ja, aber ne? Stell dir vor, Prinz Gold und Schnuckelpupine treffen sich so im Kindergarten, ja. Bruder, beste Freunde direkt. Beide werden gemobbt in ihren Namen. Beide werden übelst gemobbt. Die sehen auf jeden Fall dann so, okay, so, du hast dasselbe Schicksal wie ich. So, ja. Oh, wie heißt du denn? Ich bin die Schnuckelpupine. Alles klar, ich bin Prinz Gold. So, Alter, Junge. Obwohl. Ein schlimmes Schicksal kannst du deinen Kindern nicht mit auf den Weg geben. Ich meine, Prinz ist immerhin ein Spitzname, der nicht absolut furchtbar ist. Stell dir das mal vor, Alter. Ja, schon scheiße, aber Schnuckelpupine kann man aber nicht retten. Nein. Ganz ehrlich, das geht einfach nicht. Verstehe ich nicht. Man muss sein Kind schon so ein bisschen hassen, glaube ich, wenn man so einen Namen nimmt. So, die meinen das ernst. Ja. So. Ist einfach nur traurig. So, ja, stell dir das mal vor, du nennst dein Kind einfach so, oh, Prinz Kurz, und du denkst ja wirklich so, ey, Alter, das ist ein guter Name. Ja, ey, also, Alter, jetzt, sorry an alle von euch, die Prinz Gold oder Schnuckelpupine heißen oder so. Achte auf dein Leben, Junge, mein Bruder. Lass mal lieber sein, so. Geh mal deine Eltern schlagen dafür. Das
Würde ich Schnuckelpupine heißen, würde ich wahrscheinlich meinen Namen ändern lassen. Dann wärst du eine Frau, dann wirst du dir das Place gar nicht machen. Wahrscheinlich. Vielleicht. Vielleicht ja, doch. Weiß ich nicht. Schnuckelpupine ist ja Unisex. Ja. Das sehe ich. Da runter zu gehen ist einfach die absolute Hölle, Bruder. Also gehen wir dahin. Fuck. Gegen diese Logik. Ich hab's versucht, an. Leute. Ich hab's versucht. Gegen diese Logik kommt nicht an. Scheiße, die Katakomben sind einfach die Hölle. Jo, stimmt, denn? Alter. Ey, es gibt solche Skelette, die kommen auf dich zu und die explodieren einfach. Junge. Ist einfach scheißegal. Das ist einfach voll assi von denen. Ja, richtige Hurensäure. Warum machen die so? Warum machen die nicht anders? Fuck, weiß ich. Die denken, die bekommen halt die Jungfrau, ne, wenn die sich selbst in die Luft sprengen. Das ist jetzt ein bisschen rassistisch. Wieso? Aber ich erklär mir das bitte. Aber ich glaube, die Explosionen kommen irgendwie ein bisschen von da hinten. Da, ja. Natürlich kommt das von daher. Ja, normal, das sind doch die Skelette. Oder die das waren andere Skelette. Das waren nicht die, die auf mich zugekommen sind, explodiert. Weißt du was, Bruder? Das waren andere. Da gehen wir mal einfach nicht hin, okay? Prost. Ich würde gerne nochmal zu dem Dingens gehen. Okay. Zu dem Schrein oder was auch immer das war. Und mir die Fahrstühle nochmal ansehen. Ja, mach mal. Weil da waren wir du, was du nicht lassen kannst. Ja, okay, dann geh ich da jetzt aber hin. War das hier oben? Ja, das hast du jetzt gesagt, also machst du das jetzt auch. Gut. War das hier oben? Ich weiß es nicht, Alter. Ich habe das Spiel so in diesem Let's Play das erste Mal gespielt. Ja, aber du warst doch dabei! Nee, da war gerade, wo ich lang gegangen bin. Wo es dann zu diesem Friedhof ging mit den Skeletten und so weiter. Da wollen wir nicht hin. Und hier geht es auch nicht weiter. Ach nee, wir müssen da oben lang, ne? Okay. Scheiße, Alter. Rapunzel, wie kommst du jetzt auf dein Tor? Oh Gott, Gott sei Dank, Alter. Scheiße. Das ist einfach richtig räudig. Stell dir vor, du hast einfach so einen Punkt, wo du dann einfach keine andere Möglichkeit hast zu sterben, weil es zu hoch ist und so weiter. Es ist halt so super unwahrscheinlich, da hinzukommen, aber wenn, dann... Aber gab es denn Namen, die Kinder dir gegeben haben, die du absolut furchtbar fandest? Weil Kinder nennen dich halt auch irgendwie, wie sie wollen manchmal. Nö, da hatte ich nie Probleme mit. Okay. So, der Name Manuel ist natürlich super geil, also habe ich kein Problem mit. Jeder Dreijährige würde dich Manu nennen einfach. Ja, Manu ist halt dann einfach so passend. Hm? So ein Arbeitskollege kam mal auf die Idee so, okay Bruder, Manu ist so 0815 Spitzname für Manuel. Wir hatten schon mal einen Manuel bei uns auf der Arbeit, so. Darum gönnen wir dir jetzt einfach den Spitznamen Manny. Der Manny! Finde ich geil. Ja, oder? Finde ich absolut geil an der Stelle. Habe ich auch gefeiert. Wie der Manfred halt. Wie, weil die Leute nennen mich halt, haben mich halt sonst immer Manu genannt. Und das war dann mal so eine kleine Abwechslung, so, ja. Mhm. War, hab ich ein bisschen überrascht und so weiter. Und dann haben wir einen anderen Arbeitskollegen. Gut, er ist ein bisschen älter, er kann sich Namen wirklich schlecht merken. Also schlechter als ich, das ist unfassbar. Okay. Und er kam dann irgendwie von Manu zu Manny zu Mo. Mo finde ich auch cool. Mo, einfach aus diesem Grund so wegen. Alles aber klar, Mo, sind zwei Buchstaben, das kann er sich merken. Aber ganz ehrlich, Mo absolut unsympathisch wegen How to Sell Drugs Online Fast. Hab ich noch nie gesehen. Absolut geil. Zweite Staffel, vor kurzem geguckt. Ich habe gehört, dass es eine zweite Staffel gibt. Wollte ich mir auch anhören, weil ich gehört habe, okay, soll ganz cool sein, die Charaktere sollen relativ sympathisch sein und so weiter. Sehr. Aber fängt halt sehr langsam an. Ja. Und der Hauptcharakter ist halt davon nicht so nett. Okay. nicht so nett. Das trifft's, glaube ich, ganz gut. Ohne Spoilern zu wollen. Okay, gut. Ja, wie gesagt, aber halt, ich habe halt gehört, dass es eine zweite Staffel geben soll und so weiter. Und hab mir gedacht, okay, irgendwann ziehst du das vielleicht mal rein. Kann ja nicht so schlecht sein, wenn das so gefeiert wird. Ist voll geil. Obwohl, Drohungen werden auch von vielen gefeiert. Ist was ich nicht ausprobieren wollen würde. Wieso? Naja. Es gibt andere Sachen, mit denen ich mein Leben zerstören kann. Für 20 Euro. Um wieder auf das Thema von damals zurückzukommen. Anlehnung auf den letzten Part, vorletzten, ich weiß nicht. Oder vorvorletzten. Irgendwann in der Session. Ja, keine Ahnung, Alkohol ist ja auch einfach eine Droge, die wir jetzt gerade konsumieren. Also, ja. Ist eigentlich gar kein so großer Unterschied an der Stelle. Ja, natürlich, aber es gibt halt so schon einen Unterschied. Es gibt Drogen, die machen halt einfach super abhängig schon nach dem ersten Konsumieren. Und dann denke ich mir so, okay, Bruder, es gibt auch andere Sachen, für die ich mein Geld sinnvoller ausnutzen kann. So, ich kaufe mir lieber, wie worauf Alkohol? Ich Bock habe. Ja, zum Beispiel. Aber nein, aber es gibt halt andere Sachen, für die ich mein Geld sinnvoller ausgeben kann, als jetzt irgendwie
Drogen oder sonstigen Scheiß. Das macht meinen Körper kaputt und naja. Ja, Alkohol doch auch. Ja, aber in gewissen Maßen, so ist ja jetzt nicht so, dass ich jeden Tag. Ja, jede Woche oder so. Bruder, ist doch bei allen Drogen so. In gewissen Maßen ist ja okay. Man ja, darf halt einfach nicht übertreiben. Ja, aber es gibt halt Drogen, die halt super abhängig machen. Und da ist es dann halt so, du nimmst die einmal und bleibst dann einfach instant drauf hängen, weil, ja. Kommt natürlich auch auf deine Willensstärke an. Ja, das sowieso, aber. Ja, weiß ich nicht. Letztendlich, ich hatte auch noch die Erfahrung nicht gehabt, aber, okay. Fuck. Aber ich wäre jetzt nicht super abgeneigt, weil letztendlich alles ist für Menschen, ne? Ja, klar. Ja, das sehe ich schon, dein Standpunkt. Weil man kann ja nicht sagen, wie räudige Scheiße, wenn man es halt nicht probiert. Aber bei manchen Sachen sage ich so, okay, habe ich halt einfach gar keine Intention zu sein, wenn man ja nicht. Mhm. Na gut, ist ja auch okay. Ja, ist ja auch okay. Ist ja auch in Ordnung, wenn du meinst, Alter. Wenn du langweilig sein willst. Nee, ist ja, wie gesagt, ich glaub, völlig ich okay. Ich glaube, wenn wir bestimmte Bosse besiegt haben, können wir hier tatsächlich irgendwas machen an dem Schrein. Okay, cool. Erstmal beten zu Martell und ihr. Enos! Nein, das ist eine Frau mit ihrem Kind. Gewähre mir Lebenskraft. Ja. Die hast du schon verwirrt. Stimmt. Lustig. Oh ja. Das ist toll. Ich hab beinahe gelacht. Guckt euch Gothic 3 an, Leute. Gutes Let's Play. Mach mal. Hat Spaß gemacht. Am Anfang. Danach nicht mehr. Ja, geht. Das Ende von Gothic 3 ist halt absolut. Seht selbst, Leute. Oder zockt es selbst. Okay. Ich liefere mir jetzt ein Duell mit diesem edlen Recken. Dieser edle Recke besteht nur noch aus Gammelfleisch. Aber er hat Ehre in diesem Gammelfleisch. I don't know. Hey, warte mal. Diese Brücke waren wir hier nicht schon mal. Ja, da bin ich drauf gesprungen und hab die Items schon geholt. Brauchst du nicht, ja. Wollte schon sagen. Da ist einfach sonst nichts. Gut, was habe ich denn sonst noch auf meinem lieblichen Zettel der Lieblichkeit? Oh, Leute. Bewerbungsgespräche und Fails in Bewerbungsgesprächen. Ich glaube, zwischen uns beiden hatte ich ein bisschen mehr Bewerbungsgespräche als du. Ich war ein bisschen unentschlossen an der Stelle. Habe mich einfach bei sehr vielen verschiedenen Sachen beworben und dementsprechend auch sehr viele verschiedene Bewerbungsgespräche gehabt. Und oh boy, ich erinnere mich noch genau an mein erstes Bewerbungsgespräch, Leute. Oh shit. Das Ding ist, wir waren in so einer Maßnahme. Boah, sorry, Leute. Oh. Ratten! Oh, los, Gott. Rattenschreck, mach dein Ding. Ich mache richtig mein Ding an der Stirn. Also, ja. Wenn ich von einer Ratte getötet werden würde, man nennt mich umsonst Rattenschreck. Und dann waren wir bei dem CEO von, oder nicht CEO, sondern Filialleiter einfach nur, von einem Real. Und da hat man so gesagt, ja, guck mal, da könnt ihr euch bewerben und so, man könnte mit ihm sprechen und ihm Fragen stellen und so, alles cool, alles entspannt. Und tatsächlich hat er mich zum Bewerbungsgespräch dann eingeladen. Ne? Das war sehr spezifisch, weil er hat sich die Leute rausgesucht. Und ich selber hatte einfach super wenig Selbstbewusstsein, unfassbar wenig. Ich dachte mir so, boah, Bruder, was mache ich mit meinem Leben? Ich war einfach komplett verloren einfach. Wow. Richtig scheiße. Und die Frage, die ich mir so gestellt habe dann, also die ich ihm gestellt habe, was viel schlimmer ist, beim Bewerbungsgespräch war, wieso haben sie überhaupt mich eingeladen, nicht die anderen Bewerber? Boah. Die waren doch einfach viel besser so. Aber viel zu ehrlich an der Stelle. Und dann hat er sich ja natürlich auch gefragt, Bruder. Warum? Hä, bin ich dumm? Voll der Spasti, Alter. Wenn er schon so fragt, gerade im Umgang mit Kunden und so weiter, ist es halt wichtig, so ein bisschen Charisma, Selbstbewusstsein zu zeigen. Und wenn du da halt schon beim Bewerbungsgespräch fragst, so, hey, wieso eigentlich ich und warum nicht jemand anderes? So, klingt halt schon ein bisschen, Bisschen schwach, ja. Ein bisschen sehr schwach. Den Typen soll ich auf Kunden loslassen? Nee, kann man auch mal lassen. Keine gute Idee. Ja, war absolut räudig. Ich habe den Job nicht bekommen. Spoiler, an dieser Stelle. Ja, was aber auch okay ist, weil ich meinen Weg woanders gefunden habe. Aber, hab viel gelernt dadurch. Ne? Ich war super nervös, war das erste Bewerbungsgespräch so. Stimmt gar nicht. Eigentlich war es mein zweites Bewerbungsgespräch, weil ich hatte ja davor ein Praktikum gemacht, so ein Schülerpraktikum, und das habe ich mir halt auch organisiert, und da lief es einfach alles super easy. Ich weiß vielleicht nicht. Vielleicht war es da halt einfach an der Stelle, es ging halt nur um Praktikum und nicht um eine feste Arbeitsstelle. Ja, wahrscheinlich, deswegen. Das war eventuell der Grund dafür. Ja, safe. Und keine Ahnung, es war einfach ein bisschen familiärer, ne?
Ja. Ich habe in so einem MacPaper gearbeitet, Leute. Das war edel. Als Einzelhandelskaufmann. Also als Praktikant. War ganz cool. Ich habe mich mit der Chefin und den Leuten super gut verstanden. War alles richtig nice. Und immer wenn ich dann später irgendwie Sachen für die Schule wollte oder brauchte oder so, bin ich da hingegangen, habe mit denen geplaudert. War edel. Inzwischen gehört der Laden jemand anderen. Also jemand anderes ist Filialleiter, aber ja. Immer ganz cool und schön, solche Kontakte knüpfen zu können. Ja, auf jeden Fall. Erzähl mir von deinen Bewerbungsgesprächen, Bruder. Oh, von meinen Bewerbungsgesprächen. Das war dann halt immer so recht direkt nach der Schule. Ich war vielleicht so 16 oder so. Mhm. Und das war dann immer so, ich wollte früher erstmal, ich habe praktisch mal Zerspanungsmechaniker gemacht, beziehungsweise halt Industriemechatroniker. Und, ey, den ist schon wieder gerebound. Uff. Ja, du warst auch ein Ding. Nee, ja, warst stimmt. Du gar nicht, oder? Doch, war ich. Hey, dass du dann 8 fürs ist, Flakons? Ja, egal. I don't know. Jedenfalls war das dann so eine Sache. Ich war da bei dem Bewerbungsgespräch relativ so zuversichtlich und so weiter. Ich hatte zum Beispiel in der Firma schon ein Praktikum gemacht. Ich denke mir so, okay, so wird's locker, so kein Problem. So, die waren bei dem Praktikum zufrieden zu mir. Sie haben mich ja doch gesagt so, jo, bewerb dich bei uns und so, eine Ausbildung und so, wäre schon geil. Und dann wurde ich ja zum Bewerbungsgespräch eingeladen, für die Ausbildung. Mhm. Ich denke mir so, wow, great, wird doch einfach kein Problem sein. Und dann war dann einfach so, anstatt diese ganzen Chefs und Mitarbeiter, die ich halt kannte, waren halt irgendwelche da aus dem Büro, so Leute, die halt so Sesselfurzer, die halt keine Ahnung von der wirklichen Arbeit da hatten. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber... Unterschätzt nie die Sesselfurzer. Aber ja, ist ja weiter. Jedenfalls war das dann halt so, die kannten mich halt nicht, wussten nicht, wie ich arbeite und so weiter. Das war dann so ein bisschen so, okay, ich bin da so gerade mit 16 Jahren, komm da so hin und dann sind da so Studenten, Leute mit Abitur und so weiter, die schon, was weiß ich nicht, 19, 20, 23, 27 waren. Mhm. Ich denke mir so, hi, ich komme gerade so aus der Schule. Oh, ich hatte 16 aber, Jahre jung. Ja. So. Ich hatte ein sehr ähnliches Ereignis, aber erzähl erstmal du hier weiter. Hier waren wir schon mal, verdammt. Ja, ich weiß, wir waren zu der Kathedrale. Jo. Jedenfalls war es dann halt so gewesen, so, ich hatte halt keine Chance. Die Leute, wie gesagt, mit Abitur, Studium und so, wurden natürlich bevorzugt. Mhm. Und ich war dann teils ein bisschen frustriert und so, weil es war, wie gesagt, so dieser Berufszweig, wo sich viele Studenten und so weiter drauf beworben haben und so weiter. Und ich hatte da einfach keine Chance. Ich habe teils sogar angerufen, so von wegen, jo, ich habe noch nichts gehört wegen meiner Bewerbung. Ich wollte einfach mal nachfragen, so, ist da irgendwie sowas? Und mir wurde einfach radikal gesagt, so, ja, also, ihre Bewerbung war schon gut so, ihre Qualifikation, so von wegen FORQ, Durchschnitt 1,9. Sieht sehr gut aus, aber sie sind halt zu jung. Berufserfahrung ist da halt einfach null. Und ich werde jetzt einfach Sarah Zempai töten. Habe ich jetzt einfach so erschossen, ja? Okay, mach mal. Jedenfalls, wie gesagt, wurde mir einfach radikal gesagt am Telefon: so, ja, nö, sie, so, ihre Qualifikationen sind gut, aber sie sind hier zu jung in unseren Augen. So, sie haben keine Berufserfahrung. So denke ich, so, ja, wie soll ich Berufserfahrung sammeln, wenn Leute wie sie sagen einfach so, nö, so, soll ich jetzt einfach schon aus der Schule Berufserfahrung mitnehmen? Ja, so, bitte. Alter, was ist da los mit ihnen? Jedenfalls habe ich dann bei der Firma, wo ich jetzt angefangen habe, unser Chef war da so ein bisschen, er hat gesagt, so, ich habe die eingeladen, weil ich mir dachte, okay, so, ich will den jungen Leuten mal eine Chance geben und so weiter, es ist halt schwer, ist es halt ein bisschen schwerer, weil die meisten Leute einfach schon erwarten, so von wegen, als kann man hat schon was richtig, am besten schon 10 Jahre Berufserfahrung, obwohl man kommt gerade aus der Schule, what the fuck. Ja. Und dann haben wir uns das Bewerbungsgespräch da, war tatsächlich sogar relativ chillig, so, wir haben 10 Minuten geredet, ich habe mich vorher ein bisschen über die Firma erkundigt, so ein bisschen angegeben, so von wegen, ja, ich habe mich für diese Firma entschieden, weil und dies und das und so weiter, da waren sie schon einfach richtig beeindruckt, dass ich mir da überhaupt diese Mühe gemacht habe. Machen nur die wenigsten. Genau, um mir da überhaupt Informationen über diese Firma rauszusuchen. Mhm. Und diese, wie gesagt, das waren also die ersten 10 Minuten und dann hat mein damaliger Ausbilder mir halt eine Frage gestellt und zwar, haben Sie irgendwelche Hobbys, machen Sie Sport
und so weiter. Ich damals als Fußballer, 11 Jahre Torwart auf Leistungsniveau. Ja, ich habe als Torwart gespielt und so weiter. Und dann haben wir die restliche Zeit des Bewerbungsgesprächs nur über Fußball gesprochen, über unsere Lieblingsvereine, was in meinen Augen so den Reiz an Fußball ausmacht und so weiter. Einfach so richtig gechillt, entspannt und so weiter. Und es ging letztendlich darauf hinaus, dass er dann so gesagt hat, so, okay, mir hat das gefallen, so ihre Antworten und so weiter. Und überhaupt denke ich, dass es menschlich passt. Hier, füllen Sie diesen Test aus. War halt ein spontaner Einstellungstest. Den habe ich dann letztendlich auch als Bester in diesem Jahr bestanden. Und dann hat er gesagt, so, hey, so, Sie haben was im Kopf. So, menschlich scheint das auch zu passen. Kommen Sie einfach nächste Woche mal rum. Und Sie können den Vertrag unterschreiben. Richtig, es war dann, ja, es war einfach super geschillt. Es hat einfach alles gepasst und so weiter. Und dann, ich bin tatsächlich, es war so gewesen, es wurde mir gesagt, komm nächste Woche rum. Um 15 Uhr. Und dann können Sie den Vertrag unterschreiben und bei uns anfangen. Er hat dann aber kurz vorher angerufen, hey, mir ist da was dazwischen gekommen. Komm darauf die Woche rum, aber erst so, aber dann so gegen 14 Uhr, das passt dann. Und ich, kleiner Dumbatz, Gesundheit. Danke. Ich, kleiner Dumbatz, hab die Termine einfach durcheinander gebracht. Bin in der nächsten Woche rumgekommen. Aber halt um 15 Uhr, nicht um 14 Uhr, wie er es mir gesagt hat. So, ich komme dann an und der Typ kam dann so an, so, ach so, Sie kommen doch noch. So, ich habe ja eigentlich gesagt, kommen Sie eine Stunde früher und so weiter. So, ich habe schon gedacht, Sie wollen die Stelle nicht. Und ich habe mich schon richtig Panik gemacht. So, verdammt, tut mir leid, das war ein Versehen und so weiter. Also unterbewusst habe ich schon abgeschlossen damit. So, ich habe gedacht, okay, war einfach schon vorbei. Ist jetzt einfach vorbei. Er denkt wahrscheinlich sonst was über mich. Und dann hat er gesagt so, ja, oder korrekt, geht zurück. Also, ja, die Leiter hoch. Ja, vielleicht wollte ich mich ein bisschen mit den Jungs unterhalten. Nee, wolltest du nicht. Das sind meine besten Freunde. Willst nein. Mich von ihnen, ja. Willst du von ihnen fernhalten? Ja, will ich. Das ist fies, ja. Bleib im Turm. Okay, ich lasse mein Haar herunter. Naja, jedenfalls hat er gesagt, so, hey, so, ist ja kein Problem, so, es war ein Versehen, so, war jetzt auch vielleicht ein bisschen, ne, auch sein, er hat sogar selbst gesagt, so, vielleicht war es auch ein bisschen meine Schuld, war halt ein bisschen unglücklich gewesen und so weiter. Und ja, dann hat er gesagt, so, von wegen, so, es hat halt gepasst, der Einstellungstest hat mir halt auch sehr gefallen, ihre Antworten überhaupt, also, hier, der Vertrag unterschreiben Sie. Ich habe halt, in dem Moment war ich halt richtig verblüfft. Ich denke mir so, okay, ich war halt einfach safe dabei und der sagte so, okay, hat sich erledigt. Ja, kann man auch mal lassen. Ja. Lustigerweise war ich in einer ähnlichen Situation wie du am Anfang. Also da gab es auch ganz viele Bewerber. Es ging um einen Job oder eine Ausbildung zu einem Kaufmann. Ich weiß nicht mehr genau, zu welchem das war. Okay. Schon ein Weilchen her. Es ging aber um eine Handyfirma und es ging darum, Handys zu verkaufen. Ah, cool. Ja? Und da waren einfach super viele Leute, die halt alle so Anzüge hatten und so. Ich hatte gar keinen Anzug, ich hatte einfach ein Hemd. So. Einfach casual so. Richtig, nee, casual nicht. Ich hatte schon ein Hemd, aber schon, trotzdem habe ich mich ziemlich underdressed gefühlt im Gegensatz zu den anderen. Ja, manche Leute gehen da doch hin als was weiß ich nicht. Ja, also halt so alle, ne? Die sahen alle richtig gut aus. Ich war einfach so, ich habe hier meinen 10€ Primer-Tank-Hemd, Leute. Das ist geil. Ja. Menschlichkeit von einer Ratte. Das ist irgendwie philosophisch. Ja. War das dann halt so, wir waren halt an einem Tisch und da war dieser CEO, also war das oberste Tier mit dabei, war so mit uns gesprochen und so ein bisschen geplaudert über die Welt, über andere Dinge. Eigentlich hat er nur so komische, nervige Psychofragen gestellt, wo du eigentlich schon wusstest, okay, so und so sollte die Antwort sein, aber will er das wirklich wissen und so? Ich sollte jetzt mal nicht irgendwie antworten, was ich wirklich denke, sondern was er am liebsten hört. Genau, also ach, richtig offensichtlich eigentlich. Ja, gut. Aber da war ich halt noch super unerfahren und alles und habe vieles eher nicht gecheckt. Ja, gut. Ich war halt auch gerade mal 17 oder so und die andere war auch so 23, 22 ja, so in den Dreh, ne? Einfach schon ready to work. Ja. Und ja, da hatte ich auch einfach keine Chance an der Stelle, ne?
Genau. Lustigerweise hing ich danach noch mit den Bewerbern so rum, weil wir waren echt 10 Leute, die den Job wollten. Ne? Und nur eine Stelle. Richtig scheiß. Boah. Prost. Und ja, habe mich ein bisschen mit den Jungs da angefreundet und den Mädels. War eigentlich ganz süß und nett. Mhm. Aber letztendlich haben die mich nicht zurückgerufen. Ja. Es war halt auch super interessant. Es war halt irgendwie außerhalb der Stadt tatsächlich. Okay. So ein riesiges Bürogebäude, so ein Komplex. Ich dachte einfach, ich bin bei Umbrella, ne, von Resident Evil. Ja, gut. Sehe ich schon, ja. Genau das. Weißt du, was ich machen möchte in meinem Leben? Ich möchte nach oben gehen und an dem Drachen vorbeikommen. Oh, ja gut. Try it. Der hat richtig Bock. Ja. So, ich will, dass der jetzt Feuer spuckt und alle umbringt. Und dann renne ich da einfach durch. Fuck. Es sei denn, er tötet dich. Nee, das kann nicht sein. Das ist ein Prank. So, wir trinken ja noch einen Schluck. Cool. Komm her, du Bitch! Fuck. Habe das Gefühl, das klappt nicht so gut. Wir brauchen einen Bogen oder Magie oder so eine Scheiße. So einen Drachen kriegst du, glaube ich, sogar mit einem Bogen nicht klein. Kann das? Safe. Es gibt an der Brücke so eine Stelle, wo sein Schweif herunterfällt. Wieso gehst du nicht die Leiter hoch? Weil ich mich mit den Leuten hier anfreunden wollte. Habe ich doch gesagt. Eindeutig, Leute, eindeutig. Das sind meine besten Freunde. Man sollte seinen Freunden treu bleiben. Oh, ich sehe aber gerade, apropos treu, ich hoffe, ihr bleibt auch uns treu, Leute, denn das war's erstmal für heute, für diesen Part, Dark Souls Prepare to Die. Was? Ist das schon vorbei? Es ist schon vorbei. Wir pimmeln hier im alten Gebilde rum, aber glaubt mir, Leute, das ergibt alles Sinn. Ja. Bestimmt. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Also, Drache. Wenn du nochmal kurz in Sicherheit gehst, nach unten oder so. Nein. Dann war's das für diesen Part. Haut rein, Leute. Vielen Dank fürs Zugucken. Kommentiert, abonniert, liked oder disliked. Und wenn ihr disliked, sagt mir wieso. Ja. Lasst auf jeden Fall Feedback da. Bitte. Bitte. Wir leben davon. Ja. Und wenn euer Feedback einfach ist so, Bruder, Alkohol ist scheiße, dann ist das halt so. Dann werden wir demnächst Prost. Auf, was weiß ich nicht, Orangensaft umsteigen. Nein, werden wir nicht, aber. Ist ja auch nur Orangensaft hier. Ja, genau. Tschüss. Bye.